Das alte Ägypten. Die beeindruckenden Zeugnisse dieser großen Kultur überdauerten im unsteten Sand der Sahara und an den Ufern des Nils. Doch seit 1600 Jahren fehlte fast jede Spur des letzten Zentrums ägyptischer Macht, Kleopatras Palast, versunken in den Fluten des Mittelmeeres. Ägypten. Mehr als 3000 Jahre lang blühte hier eine der größten Zivilisationen der Weltgeschichte und hinterließ der Nachwelt prachtvolle Monumente und Bilder von Glanz und Glauben, Macht und Stolz. Hier lebte ein Volk, das zutiefst an ein Leben nach dem Tod glaubte und diesem Glauben gewaltige Tempel und Grabmäler widmete. Ein Volk, das seinem Herrscher vertraute, dem Pharao, der es führte und schützte. 3000 Jahre lang hinterließ jeder dieser Pharaonen unauslöschbare Spuren. Ramses II., der große Feldherr, der mehr Tempel baute als alle anderen ägyptischen Könige. Und Tutanchamun, der als Knabe den Thron bestieg. Nur einer dieser Herrscher scheint allein in der Fantasie der Nachwelt weiterzuleben. Kleopatra, die Königin der 1000 Legenden. Ihre Geschichte beginnt in Alexandria, am westlichen Rand des Nildeltas.